Tauchcomputer und Tabellen. In diesem Modul lernst du, wie man mit Tauchtabellen umgeht und wie wichtig das Einhalten der maximalen Tauchzeit ist. Du wirst sehen, wie der Computer die Durchführung eines Tauchganges vereinfacht. Mit einigen wichtigen Verfahren für den Notfall bekannt werden. Und lernen, wie man in bestimmten Situationen eine Dekompressionskrankheit vermeiden kann. Tauchtabellen. An diesem Punkt des Kurses kennst du bereits viele Geheimnisse unterschiedlicher Tauchtechniken und weißt auch schon, wie Gase gemäß der Haldanischen Theorie mit dem Körper zusammenwirken. Schauen wir uns dies nun einmal im Detail an, damit wir feststellen können, welche Maßnahmen unsere geplanten Tauchgänge so sicher wie möglich machen. Um die Absorption und Freisetzung von trägen Gasen im Gewebe berechnen zu können, verwandte Haldane ein exponentielles mathematisches Gesetz, welches mit nur einem Parameter, nämlich der Halbzeit, definiert werden kann. Dieser Begriff bezieht sich auf einen konstanten Zeitraum, der eine Zone, eine Art mathematischen Gewebesimulator benötigt, um von der halben in die vollständige Sättigung überzugehen. Ursprünglich ging Haldane in seinen Experimenten davon aus, dass der menschliche Körper eine homogene Zone sei und dies sich in nur einer Halbzeit ausdrücken ließe. Der menschliche Körper ist jedoch keine homogene Masse, er besteht aus vielen Gewebearten und daher legte Haldane seinen Berechnungen zuletzt fünf verschiedene Bereiche zugrunde, für welche er jeweils spezifische Halbzeiten festlegte. 5, 10, 20, 40 und 75 Minuten. Für jedes dieser physiologischen Kompartimente wurde experimentell ein akzeptabler Wert der Übersättigung, der M-Wert, festgelegt. Auf Grundlage der gleichen Theorie und ähnlicher Parameter erarbeitete die US-Marine für verschiedene Tiefenzeitkorrelationen jeweils geeignete Dekompressionsverfahren, um die Dekompressionskrankheit zu verhindern. Diese Verfahren wurden experimentell in Überdruckkammern und in der Folge beim Tauchen mit Militärtauchern in der Praxis erprobt. Diese Tabellen wurden später von Freizeittauchern in der ganzen Welt übernommen. Dank dieser Studien wurde es möglich, die maximale Tauchzeit für die maximale bei einem Tauchgang erreichte Tiefe zu ermitteln. Durch Einhalten dieser Grenzen ist ein direktes Aufsteigen an die Oberfläche möglich, ohne dass ein obligatorischer Stopp in einer vorgegebenen Tiefe erfolgen muss. Die PSS-Tauchtabellen sind vereinfachte Berechnungen auf der Grundlage der Tabellen der US-Marine. Ihre Anwendung ist darum sehr einfach. Die maximal erreichte Tiefe wird ganz oben in 3 Meter Intervallen dargestellt. Die graue Linie darunter gibt die maximal zulässige Zeit für diese Tiefe in Minuten an. Alle Werte sollten auf die nächsthöhere ganze Zahl aufgerundet werden. Findest du die exakt gesuchte maximale Tiefe nicht, nimmst du die nächsthöhere Zahl. Betrachten wir das in einem praktischen Beispiel. Du willst vom Strand zu einem Tauchgang auf 8 Meter Tiefe aufbrechen. Du findest keine Tabellenspalte mit diesem Tiefenwert, daher musst du die nächstgrößere Zahl suchen, das sind in diesem Fall 9 Meter. Die Tabelle sagt aus, dass die maximale Zeit deines Tauchganges 120 Minuten betragen darf. Entscheiden wir uns jedoch für einen von einem Boot ausgeführten Tauchgang in eine Tiefe von 16 Metern, so ist die maximale Tauchzeit auf nur 40 Minuten begrenzt. Denke bei der Ermittlung der Tiefe daran, dass du die maximale Tiefe des Tauchganges zugrunde legen musst. Auch wenn du nur einige Minuten auf eine Tiefe von 18 Metern tauchst und dann den Rest des Tauchganges auf 9 Metern verbringst, musst du bei der Benutzung der Tabelle für den gesamten Tauchgang die maximale Tiefe von 18 Metern voraussetzen. Darum ist es auch so wichtig, dass unser Tiefenmesser sowohl die maximale Tiefe als auch die aktuelle Tiefe anzeigt. Die Tabellen sind nur für geradlinige Tauchprofile geeignet. Das heißt, der gesamte Tauchgang wird auf einer konstanten Tiefe verbracht. Und im Gegensatz zu einem Computer kann man hiermit nicht die bei einem Multilevel-Tauchgang in unterschiedlichen Tiefen verbrachten Zeitabschnitte berechnen. Bei Multilevel-Tauchgängen wird immer zuerst die größte Tauchtiefe angepeilt und dann kontinuierlich auf progressiv geringere Tiefen aufgestiegen. Sägezahn- oder Jojo-Profile, bei denen man ständig zwischen größeren und geringeren Tiefen hin und her wechselt, sind auf jeden Fall zu vermeiden.
Es ist äußerst wichtig, die in den Tabellen genannten Auf- und Abstiegszeiten einzuhalten. PSS-Tauchtabellen basieren auf einer Abstiegsrate von 20 und einer Aufstiegsrate von 10 Metern pro Minute. Die maximale in den PSS-Tabellen angegebene Tauchtiefe schließt die Zeit mit ein, die man benötigt, um abzutauchen und dann wieder auf eine Tiefe von 5 Metern aufzutauchen. Die Tabellen berücksichtigen keine Tauchgänge, bei denen starker Flosseneinsatz wegen einer Strömung erforderlich oder man unterkühlt oder gesundheitlich angeschlagen ist. Vorsichtshalber sollte man sich bei Kälte oder Erschöpfung an der Tabellenspalte orientieren, die sich auf 3 Meter über deine aktuelle maximale Tiefe bezieht. Wenn wir nach einem Tauchgang auftauchen, brauchen wir Zeit zum Abbau der überschüssigen inaktiven Gase, die noch gelöst in unserem Körper sind. Gemäß der PSS-Tabellen dauert dies 12 Stunden lang. Wenn wir erneut tauchen wollen, bevor diese 12 Stunden um sind, ist das ein sogenannter Wiederholungstauchgang. Da bereits ein gewisses Maß überschüssiger inerter Gase im Körper vorhanden ist, reduziert sich die maximale Zeit für den Wiederholungstauchgang entsprechend der an Land verbrachten Zeit. Diese Zeit bezeichnet man als Oberflächenpause. Beträgt deine Pause zwischen erstem und zweitem Tauchgang weniger als 10 Minuten, kannst du diesen Tauchgang als einzelnen Tauchgang betrachten. Beträgt deine Oberflächenpause mehr als 10 Minuten, musst du die Tabelle verwenden, die sich auf Wiederholungstauchgänge bezieht. Unter den maximalen Tauchzeiten für den ersten Tauchgang befinden sich horizontale weiße und graue Felder, welche die Zeiten für die Oberflächenpausen angeben. Die maximale Tauchzeit für jede Tiefe fällt geringer aus, um der Menge an überschüssigen inerten Gasen Rechnung zu tragen, die noch gelöst im Körpergewebe vorhanden sind. Hier siehst du, dass die Mindestpause zwischen einem ersten und einem Wiederholungstauchgang 41 Minuten beträgt. Du musst dich also mindestens 41 Minuten an der Oberfläche aufhalten, bevor du einen zweiten Tauchgang durchführen kannst. Eine weitere wichtige Regel zu Wiederholungstauchgängen ist, dass der zweite Tauchgang mindestens 6 Meter weniger tief als der vorangegangene ausfallen sollte. Wenn dein Tauchgang zum Beispiel bis auf eine Tiefe von 18 Metern ging, sollte der Wiederholungstauchgang nicht tiefer, also auf 12 Meter gehen. Die maximale Tauchzeit eines Wiederholungstauchgangs hängt von der Länge der Oberflächenpause ab. Wenn das Auftauchen von deinem letzten Tauchgang 2,5 Stunden her ist, beträgt die zulässige Verweildauer in einer Tiefe von 12 Metern maximal 33 Minuten. Willst du länger tauchen, musst du die Oberflächenpause verlängern. Wenn dein Tauchgang zum Beispiel für 11 Meter Tiefe und 40 Minuten geplant ist, musst du dich an der 12-Meter-Spalte der nächstgrößeren Tiefe orientieren, bis du eine Zeit findest, die 40 Minuten überschreitet. In unserem Beispiel kannst du sehen, dass 45 Minuten einer minimalen Oberflächenpause von 2 Stunden und 59 Minuten entsprechen. War deine Oberflächenpause länger als 12 Stunden, kann jeder nachfolgende Tauchgang dekompressionstechnisch wieder als erster Tauchgang betrachtet werden. Tauchcomputer. Tauchcomputer bieten uns im Vergleich zu Tabellen viele Vorteile. Diese Instrumente führen alle Berechnungen in Echtzeit aus und bewerten fortlaufend den Status der Gase in den physiologischen Kompartimenten. Multilevel-Tauchgänge können daher länger dauern und Wiederholungstauchgänge erfordern keine minimale Oberflächenpause. Beim Einschalten überprüft der Computer den Batteriezustand und zeigt normalerweise an, für welches Gasgemisch er eingestellt ist, Luft oder Nitrox mit einem Sauerstoffanteil von mehr als 21%. Während des Tauchgangs zeigt das Display deine aktuelle Tiefe. Die Tauchzeit. Die jeweils maximale Tauchgangstiefe. Die maximal verbleibende Tauchzeit, die niemals den Wert 0 erreichen darf. Wenn du ein paar Meter auftauchst, wirst du sehen, wie sich diese Zeit verlängert, da du einen Multilevel-Tauchgang durchführst. All diese Informationen werden innerhalb von Sekunden laufend aktualisiert. Computer haben auch verschiedene Akustiksignale, um dich auf wichtige Informationen wie zum Beispiel eine zu schnelle Aufstiegsgeschwindigkeit aufmerksam zu machen. Einige Computer bestrafen eine zu schnelle Aufstiegsrate mit einer Reduzierung der maximalen Tauchzeit.
Viele Computer messen zwar die Wassertemperatur, aber sie können natürlich nicht wissen, ob du beim Tauchen frierst oder dich besonders anstrengen musst. In solchen Fällen solltest du etwas zurückhaltender tauchen. Sicherheitsstopps und Notfalldekompressionsstopps. Nun schauen wir uns an, warum die maximale Tauchzeit den Aufstieg auf eine Tiefe von 5 Metern mit einbezieht. Wir empfehlen für alle Tauchgänge unbedingt während des Aufstiegs eine 3-minütige Pause bei 5 Metern einzulegen, was wir als Sicherheitsstopp bezeichnen. Hierdurch reduziert sich das Maß an Übersättigung in den schnellen Kompartimenten, die eine kürzere Halbzeit haben. Die Sicherheitsstopps werden normalerweise vom Computer angezeigt. Dieser Stopp bietet auch die Möglichkeit, Tiefe und Tauchzeit in den Tauchtabellen zu überprüfen. Ist alles nach Plan verlaufen, reicht ein Sicherheitsstopp vor dem Auftauchen. Wurde versehentlich die maximale Tauchzeit überschritten, muss ein Notfall-Deko-Stopp durchgeführt werden. Die Verfahren sind einfach. Überschreitet die Tauchzeit die auf der Tabelle angegebene maximale Tauchzeit um weniger als 5 Minuten, musst du in einer Tiefe von 5 Metern einen zusätzlichen Stopp von 5 Minuten einlegen, auf den dann der 3-minütige Sicherheitsstopp folgen muss. Überschreitet die Tauchzeit die auf den Tabellen angegebene maximale Tauchzeit um mehr als 5 Minuten, musst du so lange wie möglich in einer Tiefe von 5 Metern bleiben, aber auf keinen Fall weniger als 15 Minuten. Es ist sehr wichtig, sich einzuprägen, dass es sich hier um Notfallverfahren handelt und nicht um normale Abläufe zur Planung eines Tauchganges. Wo wir gerade von Notfällen sprechen, was kannst du tun, wenn der Computer während des Tauchgangs ausfällt oder Informationen anzeigt, die ganz sicher falsch sind? Lag die Tauchzeit vor Ausfall des Computers innerhalb der maximalen Tauchzeit, reicht es, ruhig auf eine Tiefe von 5 Metern aufzusteigen und dort einen 5-Minuten-Stopp einzulegen. Lag die maximale Tauchzeit bereits bei 0 oder hat das Gerät dich angewiesen, einen Notfall-Deko-Stopp einzuhalten, musst du auftauchen und so lange wie möglich auf 5 Metern verweilen. In beiden Fällen musst du vor einem erneuten Tauchgang mindestens 12 oder noch besser 24 Stunden warten. Nach dem Tauchen. Der Tauchgang ist vorüber und du tauchst auf. An der Oberfläche zeigt der Computer neue Informationen an. Zum Beispiel zeigt er die Zeit an, die die physiologischen Kompartimente zum Abbau der überschüssigen Inertengase benötigt. Führst du vor Ablauf dieser Zeit einen neuen Tauchgang durch, so ist dies ein Wiederholungstauchgang. Im Display erscheint ein durchgestrichenes Flugzeug und das Wort Nein? Du darfst deine Höhe nicht ändern, also weder fliegen noch in die Berge fahren. Du musst die vom Computer vorgegebene Wartezeit einhalten. Bei einer Tauchgangsplanung mit PSS-Tauchtabellen müssen vor einem Höhenwechsel mindestens 12 Stunden vergangen sein, wenn es sich nicht um einen Wiederholungstauchgang handelt und zuvor kein Notfall-Deko-Stopp erforderlich war. In allen anderen Fällen musst du mindestens 24 Stunden warten. Wichtig ist auch zu berücksichtigen, dass diese Tauchtabellen für Tauchgänge auf Meeresspiegelhöhe oder bis zu einer Höhe von maximal 300 Metern über dem Meeresspiegel berechnet sind. Für Tauchgänge in größeren Höhen musst du besondere Regeln befolgen, die du in einem Spezialkurs dafür lernen kannst. Tauchcomputer haben besondere Einstellungen für das Tauchen in größeren Höhen. Dies ist ein weiterer Vorteil in der Verwendung von Tauchcomputern. Im nächsten Modul wirst du etwas über die Umwelt unter Wasser lernen, insbesondere über Wellen, Strömungen und Gezeiten. Etwas darüber erfahren, wie man potenzielle Gefahren der Meeresfauna erkennt, welche Techniken dir helfen, die Umwelt zu schützen. Und wir schauen uns eine Reihe toller Tauchaktivitäten an. Bis zum nächsten Mal.